Hallo Leute, willkommen zurück hier in Sims 4 bei Familie Erstens Scott. Und wir haben den Haushalt wieder mal gewechselt. Das werden wir ja öfters machen. Und wie schon letzte Folge gesagt, sind wir jetzt zu Leona und Michael und Philipp gegangen. Und ich weiß noch nicht genau. Eigentlich wollte ich sie Familie Erstens Scott nennen, aber eigentlich heißen Leona und Michael ja Huggins. Denn Michael heißt, hier ist halt Huggins mit Nachname und Leona hat dann halt den Namen bei der Hochzeit übernommen, was ich nur fair fand, nachdem sie ihm nach der ersten Verlobung betrogen hat und dann sie sich irgendwann doch nochmal verlobt haben und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie ernst es ist, hat sie halt auch seinen Namen übernommen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich sie Familie Huggins nennen möchte, weil irgendwie ich identifiziere diese Familie nie mit dem Namen Huggins, auch wenn die beiden halt so heißen. Für mich sind sie trotzdem Familie Erstens Scott. Bei Danielle und Elliot und sowas ist es auf jeden Fall Familie Linde, weil die auch irgendwie so ihre eigene Familie gegründet haben. Annabelle und Florian, also die beiden größeren Geschwister hier von Philipp. Die sind ja auch erstens Scots und er heißt halt auch so, weil er halt geboren wurde, bevor die beiden geheiratet haben. Aber ja, ich weiß noch nicht genau. Und vor allem, wenn ich sie Familie Huggins erstens Scott nenne, haben wir drei Namen und nein. Nein. Das mache ich bestimmt nicht. So, magst du vielleicht mal dein Outfit ändern? Wir haben ja immer noch Winter und wir haben genauer gesagt heute den Familientag. Das ist quasi meine Version eines Weihnachten, ohne dass ich mit meinen Sims Weihnachten feiere. Was kannst du denn heute für ein schönes... Oh, das ist ein schönes winterliches Outfit. Also, naja, nicht winterliches Outfit, aber ein schönes Outfit. Dann kannst du das hier mal sauber machen. Gibt es generell noch mehr Dinge, die wir sauber machen sollten, vielleicht? Badezimmer. Ich glaube, meistens muss man Sachen erst sauber machen, wenn sie auch wirklich dreckig und eklig aussehen. Deswegen sollte das passen. Ja, wir wollen heute natürlich Gäste einladen. Ich würde schon fast sagen, dass jeder von uns, genau, dass das, was mit zwei Gästen Kontakte, genau, dass jeder irgendwie ein paar Leute einlädt. Eigentlich würde ich ja einfach nur gerne die Gruppe hier nehmen wollen, aber das wird wahrscheinlich nicht hier für Gäste zählen. Liebt irgendjemand diese Tradition? Okay, ihr liebt die. Dann kannst du vielleicht ein paar einladen, du kannst ein paar Leute einladen. Wen wollen wir denn noch so einladen, außer unserer Familie? Oder laden wir nur unsere Familie ein? Ich habe ihn jetzt übrigens noch, ich habe generell ein paar Gruppen gegründet. Beziehungsweise die Abtrünnigen ist ja so eine Gruppe, die ist aus, Zeit für Freunde gibt. Da habe ich ihn reingepackt. Da habe ich hier diese Ulrike, die schon Seniorin ist, rausgenommen. Max und Wolfgang sind drin. Ich habe so ein paar Sachen verändert und dann noch ein paar weitere Sims eingefügt. Und Philipp ist jetzt auch drin. Dann habe ich sie auch noch in eine, naja, eigentlich ist es eine Bowling-Gruppe, weil sie haben hier unter anderem den Wunsch, bowlen zu gehen. Habe ich hier ein paar Sims eingefügt. Da sind Noah Estelle, Sascha Joel drin, noch ein paar andere Teenager. Und ansonsten, ja, hören sie gern Musik, reden gern. Da halt noch so ein paar Gruppen gegründet. Das hatte ich ja letzte Folge gesagt, dass ich das machen wollte. Und die haben ja eigentlich auch schon genug Gruppen. Okay, stimmt. Du könntest hier die beiden einladen. Deine Schwestern, ja, genau, deine Schwestern könntest du einladen. Ja, du könntest eigentlich alle Kinder mal einladen. Machen wir das. Wird aber vorher sagen, dass wir irgendwie noch Festtagsessen vorbereiten sollten und alles. Geschichten erzählen, Geschenke verteilen. Ich würde sagen, da sollten wir auch mal den Geschenkeberg aufstellen. Das ist, denke ich, mal am einfachsten. Haben wir die hier irgendwo? Den Geschenkeberg? Wir haben dekorative Geschenke, aber echte Geschenke würden halt schon auch helfen. Geschenke. Großer Geschenkeberg. Genau, den hätte ich gern. Den es, glaube ich, nicht wirklich in tollen Farboptionen gibt, aber. Ja. Machen wir mal blaue Geschenke. So, okay. Dann
Du kannst eigentlich sonst noch mal, du musst ja, glaube ich, für die Arbeit noch mal ein bisschen Auftritt üben. Haben wir welche, die noch nicht gut sind? Hier, mit dem Rucksack durch Alsemhara. Das kannst du ja mal machen. Du kannst dir ja mal ein Geschenk hinzufügen. Und haben wir hier draußen noch irgendwie was? Post bekommen? Dankeskarte schicken. Oh, können wir so Dankbarkeit zeigen oder was? Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Ja, das war der. Ist das denn der Vater von denen? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war doch Max Weber. Wann hatten wir was mit Manuel? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwie in Teenager-Tagen? Das kann sein. Zeigen wir mal Dankbarkeit. Ja, für Isabel. Das finde ich ganz gut. Und du kannst noch ein bisschen ausschlafen. Da ist ja kein Problem. Oh, es ist schon fast 11, Junge. Du bist eigentlich ausgeschlafen genug. Ich steh mal auf hier. Aufwischen. Ach, das sind einfach so diese Dingy-Schränke. Stimmt, ja. Also es ist schon, ich finde es schon ein bisschen anstrengend, dass der immer super laut ist, wenn man das Dingens nutzt. Oh, ich hatte ja auch. Ich hatte so viel Spaß, dabei seine Outfits zu machen. Gerade dieses Abendoutfit, ey, mit diesem lockeren Hemd und einem Hut dazu. Der hat so alberne Outfits teilweise. Ach, keine Ahnung. Ah, und dann bei der Outdoor-Kleidung trägt er wieder diesen Hut. Hast du Dankbarkeit gezeigt? Yay! Guck mal! Da kann man einfach eine Dankeskarte schicken. Das ist ja schön. Ja. Was musst du eigentlich noch so machen? Ach, du möchtest noch vier Lieder schreiben. Wow, okay. Lieder schreiben möchtest du. Also hast du nicht sogar noch die Geige im Inventar oder so? Gott, sie hat tausend Dinge im Inventar. Sie die irgendwo hier steht. Sie hatte doch immer eine Geige. Wo ist denn die Geige hin? Hast du die dabei? Nope. Hier stand eigentlich mal immer eine Geige rum. Aber sie hat sie gerade nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo sie sonst ist. Daran wollten wir auch Lieder schreiben. Sie hat doch auch, was für ein Geigenlevel hat sie denn aktuell? Hier, Level 7, genau. Gitarre Level 1. Ja. Hä? Warum haben wir denn keine Geige mehr? Ich weiß auch noch nicht genau, wann diese Sims hier zum Essen kommen sollen, weil die sehen alle noch extrem satt aus. Ich weiß ja noch nicht genau, ob das was wird heute. Ich würde sie eigentlich schon gern. Halt, ne? Die ganzen Sachen machen lassen. Ja, ich habe jetzt eine 15.000 Simoleons-Geige geholt, weil was sonst? Du kannst ja mal ein bisschen üben. Hast du jetzt daran gearbeitet? Gerade erst begonnen. Okay, dann vielleicht können wir ja noch mal einen Auftritt schreiben. Obwohl eigentlich können wir noch einen geben. Ist gezeichnet, wie man im Lotto gewinnt. Und dann Monster, können wir danach Vagrant, vielleicht mal uns hier huh? Pogan. hinsetzen und einen Auftritt Ooh, the Pogan. perfektionieren. Und zwar das mit dem Rucksack. Nish. Your pollen Das merves. finde ich gut. Die Popcornmaschine können wir vielleicht mal leeren. Ich weiß sowieso nicht, warum da überhaupt was drin ist. Ich verstehe nicht, warum Teenager die Tradition des Festtagsessens ignorieren. Das habe ich noch nicht verstanden. Also Teenager kein Festtagsessen mögen. Ja, na, dann würde ich aber eigentlich vorschlagen, wir können schon mal langsam Sims einladen und so. Ja, stimmt, du kannst deine Freundin Akira einladen. Warte mal, seid ihr? Ja, okay. Dann kannst du sie mal einladen. Du kannst dann mal die Kinder alle einladen. Danielle, Annabelle. Philipp ist ja schon da. Und du kannst deine Schwestern einladen, weil ich möchte schon, dass wir irgendwie nur die Familie einladen. Hier Isabel und Carrie. Das wäre doch mal was. Und du lädst einfach nur deine Freundin ein. Sie am Familientag herkommt, auch wenn das ein bisschen komisch ist und sie nicht mit ihrer Familie feiert, aber naja. Yay, Level 8 der Geigenfähigkeit erreicht. Sehr schön, jetzt können wir auch Lieder schreiben. Sehr, sehr gut. Dann kannst du ja jetzt eigentlich mal die Leute einladen. Vielleicht schon mal ein Fest. Ja, kannst ja schon mal Festtagsessen kochen eigentlich. Wo haben wir das Fest mal kochen?
Und zwar, ich bin für ein Fischfestmahl. So, vielleicht wollen wir dann. Hier kannst du ja noch Geschenke hinzufügen. Schalten wir mal auf. Winterzauber. Das Ding ist halt, ne? So sieht Winter eben in Oasis Springs aus. Das ist jetzt eh nicht besonders weihnachtlich oder sowas. Umso besser finde ich, passt es, dass wir das auch gar nicht wirklich feiern. Da ist Akira. Sehr gut. Bitten wir sie mal herein. Können wir das? Können sie herbeirufen, okay. So. Okay, Annabelle wird auch gleich da sein. Sehr schön. Dann kannst auch du hier noch ein Geschenk hinzufügen. Ja, genau, du hast Akira begrüßt. Dann kannst du ja vielleicht mal knuddeln. Und dann könnt ihr vielleicht irgendwie eher so ins Zimmer gehen, weil ich glaube, hier sitzen und plaudern passt irgendwie ein bisschen besser. So, wann kommen denn die ganzen anderen? Ah, da kommen sie alle. Sehr schön. Reinbitten. Du kochst. So, dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen, ne? Bisschen zur Zeit zu zweit haben, anstatt da dann irgendwie draußen da zu sein. Das passt vielleicht ein bisschen besser. Und ja. Du lädst die. Oh, da kommen sie auch alle rein. Sehr schön. Dann können wir vielleicht mal Annabelle Hallo sagen. Moment. Ich möchte sie liebevoll umarmen. Ich glaube, ich habe es verpasst, oder? Kann ich sie nicht liebevoll. Oh, ich kann sie nicht liebevoll umarmen. Sie ist auch eigentlich nur die Stieftochter. Wir können Familientagsstimmung teilen. Dankbar sein. Okay. Dramatische Geschichte erzählen. Oh, wir haben direkt schon Gäste einladen gemacht. Cool. Dann. Ah ja, du auch. Sehr schön. Gut. Du kochst noch? Sehr schön. Danach kannst du dich auf jeden Fall auch mal mit den Leuten unterhalten. Das wäre ja schon mal ganz gut. Oh, jetzt kommen sie alle rein. Ich meine, da ist auch Florian. Den sollten wir vielleicht mal herbeirufen, damit er nicht so draußen im Regen steht. Das muss er halt wirklich nicht. Genau, und du sollst dich ja auch unterhalten. Genau, das sind die beiden Schwestern von Michael. Und genau. Vielleicht wollen wir auch mal, ne, bei ihr unsere Dankbarkeit zeigen. Sagen, dass wir dankbar sind. Dramatische Geschichte erzählen. Eine lustige Geschichte. Ich will hier auch, ne, die Sachen abschließen. Gut. Wie sieht's bei dir aus? Ah ja, Florian haben wir jetzt herbeigerufen. Dann können wir ihn ja auch mal umarmen. Umarmen hier. Vielleicht auch noch mal eine Geschichte erzählen. Dann können wir sie hier liebevoll umarmen wahrscheinlich. Ja. Verrückt anfunkeln. Was machst du gerade? Ah ja, genau, du hast ja das Essen gemacht. Dann kannst du vielleicht mal Carrie kennenlernen. Ich finde es ein bisschen schade, dass du sie überhaupt nicht kennst. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen eigenartig, okay, dass sie die ganze Zeit im Regenschirm rumläuft. Okay. Ja, doch, das sieht. Guck mal, wir haben eigentlich alle schon unseren Familientag, erfüllt. So. Dann können wir doch mal Florian liebevoll umarmen. So. Okay. Dich vielleicht auch mal. Haben wir sie jetzt eigentlich kennengelernt? Nope, immer noch nicht. Hatte ich halt eigentlich schon vor, dass wir das machen. Vielleicht noch eine lustige Geschichte erzählen. So, und dann können wir vielleicht auch mal hier hingehen, ne? Tja, so ist es nicht. So. Dann können wir vielleicht mal Annabelle umarmen. Und Florian vielleicht auch mal. Ne, unsere Geschwister.
keinen Lärm. Und dann würde ich eigentlich sie auch mal. Genau, du möchtest vielleicht noch Geschichten erzählen. Vielleicht hier ihm noch mal eine Geschichte erzählen. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Von Gitarrensolos schwärmen, was auch immer. Bisschen quatschen einfach. Können wir nicht doch mal Akira kennenlernen, oder? Eigentlich ja schon. Wäre schon mal nett, wenn wir sie kennenlernen würden. Okay. So ein bisschen das Gefühl, es redet irgendwie immer nur eine Person und gar nicht mehrere gleichzeitig. Das finde ich ein bisschen schade. So, Michael geht, drängt sich irgendwie voll in den Vordergrund. Alle hören ihm immer zu und quatschen mit ihm. Oder keine Ahnung, wenn er irgendwelche Geschichten erzählt. Da seht ihr, jetzt redet er mit Michael anstatt mit Philipp zu reden. Was der eigentlich sein sollte. Na, seht ihr, ich wollte eigentlich nur, dass die beiden sich umarmen. Können wir vielleicht noch eine lustige Geschichte erzählen? Wo ist eigentlich Akira hin? Ah ja, da ist sie, okay. Wir wollten sie eigentlich auch noch kennenlernen. Mal Isabel, also die eine Schwester von Michael, also ihre Schwägerin, die kennt sie schon, aber halt Carrie kennt sie überhaupt nicht. Das wäre jetzt schon cool, wenn wir sie irgendwie noch ein bisschen kennenlernen würden. Kennst du sie jetzt schon? Ja, Akira kennst du schon. Du kennst sie noch nicht, du wolltest sie noch kennenlernen mal. Ja, Tradition abgeschlossen und so weiter. Mann, jetzt langsam kriegen wir auch so ein bisschen Hunger, aber dann können wir nämlich so langsam mal die Geschenke öffnen. Das wird auch mal cool, aber das Sozialbedürfnis steigt doch so langsam, ne? Ja, obwohl, eigentlich nur bei Leona. Das wird schon. Dann können wir ja schon mal die Geschenke öffnen. Mit allen vielleicht? Geht das? Ja, sehr gut. Ich würde gern, dass alle die Geschenke öffnen. Sehr cool. Okay, die Musik ist irgendwie eigenartig. Das klingt nicht nach Winterzauber. Das klingt nach altmodischer Musik. Okay, keine Ahnung. Eine Karotte! Yay! Haben eine Karotte bekommen. Cool. Hast du denn schon ein Geschenk bekommen? Nein, du sollst mein Geschenk öffnen, was? Hast du schon ein Geschenk geöffnet? Ich glaube nämlich nicht. Hat Akira schon eins geöffnet? So. Eine Staffelei. Cool. Und ich glaube, dann kannst du vielleicht auch mal hier den Tisch decken. Mit Burgunderrot. Das passt gut zum Haus einfach. Und dann können wir vielleicht auch mal zusammen essen hier alle. Das wäre doch cool. Hast du jetzt eigentlich was bekommen? Ich glaube, sie hat noch nichts geöffnet. Wir haben eine Karotte, Staffelei. Dann öffne mein Geschenk und nimm mal Akira mit. Ich soll auch eins öffnen. So, sehr schön. Ja, das sieht sehr passend aus, wie ich finde. Und? Talismankerzen. Okay. Oh, die beiden öffnen auch noch eins. Sehr schön. Kannst du sie vielleicht auch noch mal liebevoll umarmen? Ich mag ja Danielle. Ich weiß, man darf kein Lieblingskind haben, aber Danielle ist mein Lieblingskind. So. Wollen wir dann vielleicht langsam mal alle? Ja, komm. Jetzt können wir langsam eigentlich mal zum Essen rufen. Alle, würde ich sagen. Ich glaube, außer Isabel, die hat schon was gegessen. So. Oh, die Geschenke sind sowieso alle leer. Dann können wir aber auch was essen gehen. Also, warum ist die Musik so eigenartig? Machen wir Hip-Hop an.
Okay. Das haben sie einfach alle aufgehört zu essen? Okay. Stellen wir die vielleicht mal alle hier hin, die Teller. Weiß nicht ganz, warum sie aufhören zu essen. So, dann kannst du vielleicht hier mal ein Fischfest mal essen. Und du kannst hier mal eins essen. Oder setzen sich die anderen noch dahin? Mal eben kurz gucken. Ah, du trinkst hier einfach was. Ah nee, du räumst auf. Okay. Ja, esst ihr erstmal alle schön euer Fischfest mal. Wenn wir schon das Festessen haben, ne? Sollten wir das auch nutzen. Die anderen haben ja auch noch die Möglichkeit, sich was zu essen zu holen. Da ist ja alles ganz gut. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie ein paar Geschichten erzählen. Weil eigentlich wäre das ja schon ganz gut. Vielleicht nochmal einen Witz erzählen. Okay, Florian ist flirtig drauf. Also kokett drauf, besser gesagt. Wir können jetzt Klopf-Klopf-Witz erzählen. Sehr schön. Sie geht hier direkt ab, die Sims tanzen. Okay. Ja, ich mag Partys in Sims 4. Die sind irgendwie, also ich weiß, ich meine immer das Gefühl, dass es gut läuft. Bei Sims 3 finde ich es immer sehr, sehr schwierig. Da ist man immer unglaublich glücklich, wenn es irgendwie gefühlt mal gut läuft. Aber bei Sims 4, weiß ich nicht, läuft es gefühlt immer gut. Können wir mal einen Kuss hauchen. Vielleicht auch noch mal eine schöne Geschichte erzählen. Und hast du jetzt... Oh, jetzt hat er sogar... Sam wird tatsächlich alles gemacht vom Familientag und es ist eine richtig gute Party dadurch. Akira, meine Güte. Die ist, aber, ist sie ordentlich? Kann das sein? Nee, sie ist gesellig und ein Genie. Aber dass sie so ordentlich ist, können wir uns irgendwie dafür bedanken? Hier, wir können mal dankbar sein bei ihr nochmal. Sie vielleicht nochmal sanft küssen. Sie ist sehr konzentriert, okay. Na, no. Weil sie ist echt lieb, ne? Räumt die ganze Zeit das Geschirr weg. Ich will mal eine unglaubliche Geschichte erzählen. Ihr beiden esst dann langsam irgendwann mal auf, hoffentlich. Weiß noch nicht genau. Ich fände es cool, wenn man irgendwie da, wenn man hier irgendwie die Interaktion aufräumen hätte, weil eigentlich ist es ja jetzt nur noch Verpackung, ne? Würde man ja eigentlich wegwerfen. Also ich meine, ich kann es, glaube ich, auch einfach wegwerfen. Kann ich nicht einfach wegwerfen? Oh, ich kann es nicht einfach wegwerfen. Okay, ein Grund mehr. Finde ich ziemlich schade. So. Na, ja, ich mag das die beiden so. Sich unterhalten und alles. Okay. Was so, ich glaube, Annabelle ist ein bisschen energiegeladen, ey. Bisschen sehr energiegeladen. Abwarten, was geschieht. Okay. Sehr gut, du bist fertig. Abwarten, was geschieht. Okay. Sie freut sich über ihr, darüber, dass ihr Sohn eine Freundin hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht. No. Okay. Das machen die gerade selbstständig. Vielleicht wollte ja so ein bisschen in den Raum gehen. Da ist ja eh gerade sonst niemand drin. Und ja. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich alle Sachen so ziemlich erfüllt. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie eine dramatische Geschichte erzählen. Und dann war es das eigentlich für diesen Tag. Und das... Keine Ahnung, irgendwas ist da doch verbuggt. Die Sims... Die Energie von den Sims steigt einfach... sinkt einfach kaum. Verstehe ich immer nicht. Ich meine, okay, die sind halt erst, keine Ahnung, 18 Uhr oder so, nicht 8 Uhr. Keine Ahnung, 9, 10 Uhr oder sowas aufgestanden. Aber da ist man noch 20 Uhr und nicht immer noch so energiegeladen, oder? Weiß nicht. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay.
So. Dann kannst du mal auf Toilette gehen. Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier mal die Reste weglegen. Weil sonst ist es schon ein bisschen verschwendet. Oh, schlaft ihr beiden da jetzt? Ja, um 20 Uhr kann man auch schlafen gehen wollen, ne? Hier, wir können sie auch nochmal versuchen, unter dem Mistelzweig zu küssen. Passt ja so halb zu dem heutigen Tag. Okay, genau, du räumst das mal weg. Und ja, ne, wie gesagt, was soll ich denn mit den Sims noch den ganzen Tag machen, ey? Keine Ahnung. Was wir machen könnten, wir könnten vielleicht mal hier mit der Gruppe irgendwie zusammen bowlen gehen. Ich glaube, das wäre eine Idee, ne? Weil, wie gesagt, was wollen wir irgendwie noch mit dem ganzen Tag machen? Das würde ich sagen, können wir mal tun. Dann solltest du dich aber mal umziehen. Und zwar mit einem Party-Outfit, das irgendwie einigermaßen passt. Hier, wie wär's mit dem? Na. Okay, und dann können wir ja mal vielleicht zum Bowling-Dingens gehen und uns mit der Gruppe treffen, weil, ja, irgendwie müssen wir noch den Tag rumkriegen hier. Mit diesem perfekten Bedürfnis, das geht doch nicht. So, da sind wir. Ich musste das Grundstück ja erst noch platzieren, weil ich das gar nicht hier hatte. Und ja, wir haben immer noch Winter, was man in Windenburg dann auch mal bemerkt. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Bowling-Ding. Ich mag das Grundstück einfach sehr gerne, mit dem ich das gebaut habe. Ich mag es immer noch sehr, sehr gern. Oh, wir verstoßen gerade gegen die Ausgangssperre. Naja, so ist das. Genau, dann würde ich gern für das Team hier den Dingens das planen. Wie hoch ist denn unsere Verantwortung aktuell? Ach, die ist hoch genug. Die kriegen wir auch wieder hoch. Kein Ding. Außerdem ist heute Familientag. Wir hätten vielleicht auch mal die Ausgangssperre entfernen können, aber ich habe da ja nicht vorher mit geplant, dass wir das machen wollen. Was trägst du hier eigentlich? Ach so, das ist ja dein Outdoor-Outfit. Stimmt, ja. Outfit ändern. Dann hatten wir ja hier das Party-Outfit ausgewählt. Und dann dachte ich, können wir vielleicht mal hier zusammen... Mondlicht-Bowling aktivieren. Oh ja. Dann können wir mal zum Bowlen einladen. Zu einem 3-Frames-Spiel. Vielleicht Tobias. Sind die alle in der Gruppe? Ja, okay. Können wir vielleicht mal zu viert irgendwie ein bisschen Bowling spielen. Und richtig sieht es aus, wenn wir das so machen. Oh, da hinten ist ja sogar das Bild, ne? So ein da bei dem Garagentor quasi. So bemalt quasi. Also gerade eine stehen lassen oder gar keine? Das war echt nicht schlecht, Florian, ne? Nicht Florian, Philipp. Genau, dann machen wir einfach noch so einen schönen Bowling-Abend hier, weil... Was? Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, die Hälfte der Zeit sinken die Bedürfnisse meiner Sims einfach nicht. Und das finde ich bei Sims 4 so schon schlimm genug. Ich weiß aber nicht, was ich mit denen den ganzen Tag über machen soll. Und dann, wenn sie auch noch an sich noch weiter nicht sinken, dann weiß ich sowieso nicht mehr, wie das hier aussehen soll. Mo Romeo. Bist du Teil der Gruppe? Nee, Manon haben wir noch. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Erwachsene. Mein, schön, dass du mit uns redest, aber warum? Da ist Sascha Joel, okay. Tragt auch alle irgendwie so ein bisschen die falsche Kleidung, ne? Kommode, Outfit. Ist so ein gutes Party-Outfit eigentlich? Die sind beide nicht besonders gut. Dann trag mal lieber das da. Was kann sie tragen? Ich mag das lieber, wenn sie irgendwie passende Outfits tragen, wirklich. Nee, das passt auch nicht wirklich. Dann trag du mal das. Ich finde, das passt ganz gut. Was hat sie so für Outfits?
Ja, dann halt ein Kleid, das sieht noch irgendwie am besten aus. Du kannst das meinetwegen auch tragen, bei dir sieht das nicht mal wirklich großartig falsch aus. Das. Naja, obwohl. Vielleicht finden wir da noch ein besseres Outfit. Ja, trag einfach mal das. Und sie hat ja eh schon ein gutes Outfit an. Okay. Dann können wir vielleicht sie noch irgendwie kennenlernen. Nach ihrem Liebesleben fragen. Geht sie auch bowlen? Okay, sehr gut. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir das hier so als typischen Treffpunkt für die Gruppe festlegen. Was ich nur schade finde, ist, dass dann Treffpunkt bedeutet, dass man sich immer dort treffen muss, oder? Oder kann man sich auch hier treffen? Ich glaube, muss man nicht, ne? Ich glaube, man kann einen Treffpunkt festlegen. Ich würde gern irgendwie den Ort hier als Treffpunkt festlegen. Ah, das muss ich aber mit Noah machen, okay. Aber dass man sich optional treffen kann. Und vor allem, was ich an solchen Sachen cool finde, ist, wenn man mit einem anderen Haushalt, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir mit Annabelle das nächste Mal dann hierher kommen würden, würde die Gruppe dann wahrscheinlich hier abhängen und bowlen und so. Und das fände ich ziemlich cool. So, wir bowlen hier zu viert, aber die beiden besetzen die anderen beiden Bahnen. Naja. Das ist auch interessant. Ah, okay, jetzt sind wir nur auf den zwei Bahnen. Und dann ist nur Sascha, der gerade noch die dritte Bahn belegt. So kann man es natürlich auch machen. Und wir lernen die Bowling-Fähigkeit dadurch. Das ist doch auch mal schön. Und wir verlieren Verantwortung. Aber guck mal, wie langsam das sinkt auch einfach. Wie unglaublich langsam. Naja. Passt ja. Oh, ich glaube, ist die mittlere Bahn jetzt frei, oder? Okay, ich glaube, wir verteilen uns einfach immer so gleichmäßig. Die haben sich geküsst, aber während Manu uns angeguckt hat. Okay. Können Sie mal nach Ihrem Tag fragen. Wir können ja auch Sabrina mal kennenlernen, weil ich glaube, die haben wir auch noch nicht kennengelernt. Oh, ich mag diese Frisur, ich mag die Locken total. Und ich muss schon sagen, mit dem ganzen, ist das Danielle? Das ist doch. Ah, nee, okay. Ich dachte irgendwie erst, es ist Danielle. Aber ja, die sieht schon sehr anders aus. Ja, und dann nächsten Tag, eigentlich ist es am nächsten Tag Montag, aber die Bedürfnisse sinken auch einfach nicht. Hallo? Der nächste Tag ist Montag. Da gehen wir dann auch wieder zur Schule und alles. Dann hier, Michael hat erst am Dienstag Arbeit, hat aber schon angefangen. Ich dachte auch, dass wir vielleicht hier mit ihr mal wieder zur Arbeit gehen können. Ne, weil die Wissenschaftskarriere kann man sich ja auch mal anschauen. Finde ich persönlich nur jetzt nicht mehr so wichtig. Oh! Elliot und Fabian sind in einer Bowlinggruppe? Das ist aber cool. Vielleicht kann ich dann mit den beiden auch mal wirklich eine Gruppe gründen, weil, also die habe ich auf jeden Fall nicht gegründet. Warte, was ist das für ein Logo? Die Lamas, okay. Die Lamas mit Tolle. Die tollen Lamas, okay. Sorry. Direkt schon einen Namen für sie. Dann gründe ich vielleicht einfach mal eine Bowlinggruppe mit Fabian. Vielleicht finden wir noch zwei, drei mehr Leute. Ich glaube, hat der noch eine Gruppe frei oder hat der schon drei Gruppen? Ich bin mir gar nicht sicher. Das weiß ich echt nicht mehr. Geh du mal auf Toilette. Vielleicht können wir noch ein paar Drinks trinken zusammen. Getränk bestellen für die Gruppe. Und zwar eine Creme Cola. Ich finde, das klingt gut. Ja, genau. Während du auf dem Klo sitzt, nach oben rufen. Ist klar. Ist klar, Philipp. Ich meine, das gehört zwar nicht zu den ganzen Sachen, die wir hier als Gruppe machen, aber ne, wir können ja trotzdem hochgehen und was trinken. Ah, guck mal hier. Lars Cooper ist auch noch Teil der Gruppe. Und Andrea. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich diese Gruppe zusammenbekomme. Aber weiß ich nicht, ich fände es irgendwie cool, wenn es so echt diese Gruppen gäbe. Weil die sind, glaube ich, irgendwie zufällig. Aber ja.
gucken wir einfach mal. Na, wie sie alle was trinken. Hi. Können wir sie vielleicht sie noch mal ein bisschen kennenlernen? Genau. Und ich meine, das sind ja... steht da eigentlich irgendwie ein Verwandtschaftsverhältnis dazu? Neffe, tatsächlich. Wow, so weit reichen die Verwandtschaftsverhältnisse bei Sims ja dann doch, dass Neffen anerkannt werden. Sind wir befreundet? Bekannte? Nope. Was hast du gerade? Irgendwas mit... Familientag war erfolgreich, ja. Ja, nein, wir haben auch den Abend noch schön verbracht. Jetzt würde ich aber schon bald sagen, dass wir lieber gehen sollten, weil... Ja, es ist dann doch ein bisschen spät langsam. Oh, jetzt haben wir uns angefreundet, sehr schön. Und da können wir auf jeden Fall uns noch mal mehr treffen. Wir müssen dann auch wirklich anfreunden mit allen. So kann man die Zeit natürlich auch rumkriegen, indem man wirklich viele Freunde findet. Ja. Trinken wir noch aus, Florian? Philipp? Ich verwechsel immer Florian und Philipp. Die haben halt blonde Haare und sehen relativ ähnlich aus. Ich weiß, die haben komplett unterschiedlichen Stil und komplett unterschiedlichen Charakter, aber ja. Dann würde ich jetzt mal die Versammlung beenden, schicke ihn nach Hause. Was ist mit den anderen beiden? Ach, denen geht's auch super. Wechsle ich hier mal wieder zurück. Das geht immer einfacher, als die noch nach Hause zu schicken. Und ja, dann können wir das nächste Mal bei der Familie weiterspielen. Könnt ihr ja sagen, falls ihr irgendwie keinen Bock drauf habt, einen Arbeitstag mit Leona zu sehen als Wissenschaftlerin. Aber ich denke, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Wir haben ja auch bei Elliot mal einen Arbeitstag als Arzt gesehen. Und ja, denke ich mal, ist das schon ganz gut. Du kannst dann mal schlafen gehen. Und ich würde auch die anderen beiden einfach schlafen schicken. Weil du kannst vielleicht noch an deinem Auftritt schreiben, an einem neuen oder so. Was machst du da gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber bestimmt nicht das, was du machen sollst. Ich kann nochmal einen langen Auftritt verfassen. Und du kannst hier vielleicht nochmal ein schönes Bad gönnen. Ein Lavendel-Schaumbad. So. Oh, du bist da reingefallen in die Matschpfütze. Okay, dann solltest du erst nochmal duschen und dann ein bisschen schlafen. Und das Dingens kann ich dann mal wegwerfen, weil das brauchen wir nicht. Wie gesagt, schade, dass man es nicht einfach in den Müll werfen kann. Entweder als Interaktion oder halt eben so über das Ziehen. Das würde einfach Sinn ergeben. Im Internet, du solltest einen Auftritt verfassen, Junge. Warum macht er das nicht? Wir können ja natürlich erstmal so irgendwie ein paar lustige Videos anschauen, damit er auch in Stimmung ist. Genau, du gehst dann schlafen. Du gönnst dir noch das Bad. Und naja, du musst dann halt eigentlich auch zur Arbeit. Aber wie gesagt, die haben eigentlich noch volle Energie. Die haben eigentlich... Eigentlich haben die gar keinen Grund, schlafen zu gehen. So, können wir jetzt vielleicht nochmal einen langen Auftritt verfassen? Ich habe das Gefühl, die können gar keinen, sondern nur einen mittleren Auftritt. Okay, ja, dann geh halt auch schlafen. Dann beende ich die Folge an der Stelle. Wir machen das nächste Mal weiter hier mit der Familie. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.